und herzlich willkommen zu Extra 3 mit Kuttner Spezial. Denn wir befinden uns in Woche 8 der Corona-Isolation. Und je länger die ganze Geschichte anhält, desto mehr freut man sich ja über jeden Grund, einfach mal kurz die eigene Wohnung verlassen zu dürfen. Ne? Auch wenn es nur für mich zumindest ein menschenleeres Kellerstudio beim NDR ist. Auf der anderen Seite war vor die Türe gehen ja schon immer gefährlich. Ich habe das mal für Sie recherchiert und ja, wenn ich recherchiert sage, meine ich, ich habe es bei Google eingegeben und ja, ich habe auf den erstbesten Link geklickt. Aber passen Sie mal auf, jedes Jahr sterben allein 2.900 Menschen bei Nilpferdangriffen. Bäm! Ja, da passt man in Zukunft lieber ein bisschen besser auf dem Weg zum Bioladen. Und meine ganz neue Lieblingstodesursache, jedes Jahr werden 10 bis 13 Personen von, Achtung, Getränke- und Snackautomaten getötet. Tada! Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das eigentlich genau aussehen könnte. Ich nehme einfach mal an, dass viele der Automaten eine sehr schlimme Kindheit hatten und daher ein gewisses Gewaltpotenzial und eben immer ein offenes Messer in der Tasche. In unserem ersten Beitrag geht es um eine weitere unterschätzte Gefahr im Alltag, aber zum Glück hat sich da inzwischen der Staat eingeschaltet. Martina Hausschild. Im Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel gibt es ein Problem. Zum Leidwesen von Pressesprecher Dr. Schleif. Wir haben das Problem, dass wir in Eimsbüttel ein Paternoster haben und eine neue Verordnung. Und diese neue Verordnung vom Bundesarbeitsministerium erlaubt die Paternosternutzung ab sofort nur noch für Eingewiesene. Und darauf passt einer ganz genau auf. Wachmann Dennis Heise. Ich persönlich passe auf, dass der Paternoster anständig genutzt wird. Also sprich, wenn Leute hier aussteigen oder einsteigen, dass sie es sachgerecht machen. Ein verdammt harter Job. Es kann sehr trist sein. Und damit nichts schief geht, machen die Mitarbeiter nun den Paternoster-Führerschein. Ja, Frau Müller, dann erhalten Sie heute Ihre Einweisung in das sichere Paternosterfahren. Erste Lektion. Nicht mitfahren darf Sperrgepäck wie Europaletten, Fahrräder, Omis mit Rollatoren und Kinderwagen. Zweite Lektion, Praxistest. So, Frau Müller, beim Einsteigen in die Paternoster ist es wichtig, den richtigen Moment abzupassen, Gewicht nach vorne verlagern und jetzt wunderbar, sehr gut. Und hoch geht's. Auch beim Aussteigen wieder an die Kante treten, Lieblingsfuß wählen, Gewicht nach vorne verlagern und jetzt. Das klappt doch schon sehr gut. Ja, und nun darf Frau Müller sogar schon alleine fahren. Gewicht verlagern. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Fahrt alleine. Sehr schön. Naja, bisher ist Frau Müller auch alleine gefahren. Aber jetzt fährt sie legal. Haben Sie einen Paternosterführerschein? Nein, aber ich fahre seit über 60 Jahren. Ja, aber so ein Paternoster ist doch bestimmt gefährlich, oder? Ich werde oft gefragt, ob was vorgefallen ist. Und da mir nichts vorliegt, sage ich nein. Na egal, Gesetz ist Gesetz. Und Dr. Schleif ist auf jede neue Idee der Berliner Politik vorbereitet. Zur Not auch auf die Helmpflicht beim Treppensteigen. Ende Juni 2015 hat die ehemalige Arbeitsministerin Nahles, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, ja, die Einschränkung des Paternosters wieder zurückgenommen. Aber 3 Monate später gab es dann tatsächlich einen richtigen Paternosterunfall. Und zwar, wer hätte das gedacht, von einem FDP-Politiker. Der war involviert, weil der wollte unbedingt sein Fahrrad mitnehmen. Am Abend des 7. September kam es im 11. Stock zu einer starken Beschädigung des Paternosters durch unsachgemäße Benutzung. Wir rekonstruieren den Hergang. Müller-Süngsen schiebt sein Rad zum Paternoster, stellt es hochkant, der Sattel verklemmt sich, das Rad durchstößt die Decke. Der Unfallverursacher, der ja sonst über sich sagt: Ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, die sogar über sich selbst lachen können. Spricht jetzt nur am Telefon über das Geschehen. Ich habe in diesem Moment einfach nicht richtig nachgedacht. Alter Falter, wie schwer kann's denn sein, bitte? Andererseits können wir vermutlich einfach dankbar sein, dass er nicht sein Auto mitnehmen wollte. Ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, aber ich habe diese kleine Sendung hier aktuell sogar noch ein bisschen mehr lieb als vor Corona. Denn diese ganzen Best-of-Filme, die wir Ihnen seit ein paar Wochen zeigen, die erinnern mich auf so eine angenehme, fast so ein bisschen heimelige Art an eine Zeit, in der es uns noch so gut ging, dass wir uns über Fahrstuhlführerscheine aufgeregt haben.
Oder wie im nächsten Beitrag über Verkaufsverbote auf Wochenmärkten. Ich wusste das selber nicht, aber auf Wochenmärkten kann man gar nicht alles verkaufen, was man gerne verkaufen möchte. Zum Beispiel darf man keine großen Tiere verkaufen. Weil ich nicht wusste, was so ein großes Tier überhaupt kostet, habe ich wieder ein bisschen recherchiert. Und jetzt weiß ich, was Tiere kosten. Also alle Tiere auf der Welt. Eine Kuh kostet zum Beispiel 1600 Euro. Und ein Huhn kostet 10 bis 15 Euro. Und ein Schwein kostet 160 Euro. Und ein Steinadler kostet 2500 Euro bis 3500 Euro. Und ein Känguru kostet 250 Euro. Und ein Mädchenkänguru kostet 750 Euro. Weil, naja, liegt ja auf der Hand, warum die Frauen teurer sind. Ne? Und ja, eventuell habe ich mir jetzt eine Kuh gekauft und ein Schwein. Und ein Steinadlerpärchen und ein Känguru, aber nur ein weibliches. Ich weiß, dass das keine besonders gute Idee ist. Das hat mein DHL-Mann auch schon zu mir gesagt. Dennoch. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Verkaufsverbote auf Wochenmärkten. Die gelten nämlich nicht nur für große Tiere, sondern auch, und das hätte ich auch nicht gedacht, für bestimmte Speisen. Beziehungsweise deren, ich sage mal, konkrete Zusammenfügung. Der Wochenmarkt in Celle. Was hier so wirkt wie friedliches Einkaufen von unbescholtenen Bürgern, ist in Wahrheit ein einziger gottverdammter Sündenpfuhl. Was auf diesem Platz passiert, entbehrt jeglicher Vorstellungskraft. Händler verkaufen am helllichten Tage warme Leberkäsebrötchen und ihre Kunden essen sie noch vor Ort. Ein Verbrechen in Celle. Der Fischverkäufer weiß warum. Auf dem Wochenmarkt in der Altstadt ist es verboten, warme Speisen, die vor Ort zubereitet werden oder an Ort und Stelle verzehrt werden können, anzubieten. So sagt der Stadtrat. Sein warmes Leberkäseverbot bewahrt den Zeller Wochenmarkt vor dem Untergang. Wir haben in anderen Städten Märkte, wo dies auch dazu führt, dass sich der Charakter von einem Versorgungsmarkt zu einem Lifestyle Consumer-Markt, wie immer Sie das neudeutsch bezeichnen wollen, verändert. Ja, dieses Lifestyle-Consuming, direkt am Stand etwas essen. Wo gibt's denn sowas? Zum Glück nicht in Celle. Wir dürfen das Brötchen nicht so über die Theke geben. Wir müssen jetzt in der Tüte einpacken, sodass der Kunde das mitnehmen kann. Also ich darf das hier gerne kaufen, kaufe ich auch sehr gerne und gehe dann 2 Meter zurück hinter das Kabel und darf dann in der Öffentlichkeit essen. Genau, auf dem Marktplatz nicht speisen, daneben jederzeit. Ja, das ist typisch Celle hier. Warum kann ich das Brötchen hier nicht essen? Warum muss ich um eine Ecke gehen oder in eine Tüte? Die Wagen, die bieten das ja direkt an und das ist herrlich, ist das. Also, wer das nun wieder in die Wege geleitet hat. Ach, wieso? Der Erfolg ist doch sichtbar. Eine von schnellen Snacks befreite Zeller Altstadt. Hey, Sie. Und Sie, packen Sie sofort Ihr Brötchen ein. Und Sie, Sie werden doch wohl nicht... Und die ganzen, die Stadträte sollten mal kommen und sich hier auch ein Brötchen holen. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, die Oma, die lässt sich ihr Brötchen nicht wegnehmen. Die weiß, wie Revolution geht. Mein Kollege Tim Grundahl hat diese Realsatire vor 5 Jahren gedreht und direkt danach war im Grunde dank uns in Celle alles anders. Wir haben damals gekämpft und wir haben gewonnen. Das Leberkäsebrötchen wurde wieder offiziell erlaubt. Allerdings ist jetzt in Zeiten von Corona der Verzehr von Speisen in Celle auf dem Wochenmarkt wieder unerwünscht. Aber keine Sorge, wir behalten das weiter im Auge. Apropos im Auge behalten, Männer sind ja auch so Dinger, die man, ich sag mal, im Auge behalten sollte. Denn die haben ein sehr, sehr spezielles Verhältnis zu ihrem Penis. Sie wissen das sicher auch, ne? Das ist im Grunde so ein ähnliches Verhältnis wie, ich habe mir überlegt, wie zwischen Helikoptereltern und ihrem Kind. Ne? Nur, dass Sie jetzt ein bisschen aufpassen, in diesem Vergleich wäre jetzt also der Mann der Helikopter und das Kind der Penis. Ich versuche das mal ein bisschen zu belegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind samt Helikoptermutter bei mir zu Hause zu Besuch habe und dieses Kind macht ein komplettes Chaos in meiner Wohnung, dann ist nicht das Kind das Problem, nein, sondern ich, weil ich unflexibel bin. Und wenn dann zum Beispiel Männer sich von ihrem Penis sagen lassen, was ein gutes Kompliment ist und ich empfinde das dann aber als ein bisschen übergriffig, dann ist auch nicht der Penis das Problem. Auf gar keinen Fall der Mann, sondern ich, weil ich nicht weiß, wie man flirtet. Dann gibt es noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Parteien, also dem Eltern-Kind-Team auf der einen Seite und dem Mann-Penis-Team auf der anderen Seite, nämlich beide überschätzen gern ihr bestes Stück
Ne? Das Helikopterkind wird beispielsweise mit 3 Jahren zum Violinunterricht geschickt und der Penis ist oft 10 Zentimeter länger, als er eigentlich ist. Jetzt sagen Sie, na, das ist aber ein Klischee, Frau Kuttner. Und dann sage ich, nein, ich habe Beweise. Und zwar auf Film. Wir sind ja hier schließlich beim Fernsehen. Hansestadt Bremen. Hier in der Bürgerschaft werden wichtige politische Debatten geführt. Doch im Moment steht der Lokus im Fokus. Wenn das Haus voll ist und die Toilette halt eben sehr frequentiert ist, dann kommt es natürlich zu mehreren Flecken und irgendwann stinkt's. Tatsächlich? Flecken unterm Pissoir? Ja, und nu? Dann haben wir einen Gutachter eingeschaltet, um herauszufinden, woran es denn wohl liegen möge. Sehr gute Idee. Und der Gutachter startet auch sofort ein hochwissenschaftliches Experiment. Der Vorgang einer Blasenentleerung wurde durch den Einsatz einer kleinen Gießkanne mit Warmwasserfüllung simuliert. Interessant. Er hat sich dann so in mögliches Verhalten der Nutzer versetzt und hat also nicht nur direkt ins Loch gekippt, sondern hier auch in die Mitte des Randes. Und da zeigte sich dann, dass einzelne Tropfen natürlich ganz korrekt abflossen, aber andere auch nicht. In der Tat, der bewährte Urinalgießkannentest beweist, dass das Blasengut nicht dort landet, wo es landen soll. Aber was sagt denn das Gutachten zu dem Grund dafür? Die Länge des Gliedes und die Wurfweite bei der Blasenentleerung werden oft überschätzt. Dadurch wird der Abstand zu groß gewählt. Ah, es liegt also am männlichen Urinstinkt, dass es hier nach Urin stinkt. Nicht die Mechanik ist das Problem, sondern der Mann. Dafür hätte man eigentlich aus meiner Sicht kein Gutachten benötigt. Das weiß man auch so, gerade als Frau. Aber erst jetzt ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es doch auf die Länge ankommt. Und zwar auf die Länge zwischen Gliedende und Urinalbeginn. Das Gutachten ist also kein Griff ins Klo. Es hat offensichtlich dazu geführt, dass man darüber nachdenkt, wie man sich entleert. Also ich uriniere immer fachgerecht. Tritt näher ran, erst kürzer als du denkst. Und Gutachten in Bremen beschäftigen sich mit mehr Pipi-Kram, als man ahnt. Das war ein wirklich sehr, sehr schöner Beitrag von Daniel Sprenger. Das Gebäude der bremischen Bürgerschaft wird übrigens zurzeit umfassend saniert. Angeblich hat es nichts mit den Toiletten zu tun, aber wir wissen ja alle, wie aggressiv Urin ist, ne? Just saying. Wir verbringen ja gerade alle gezwungenermaßen sehr, sehr viel Zeit in den eigenen 4 Wänden. Und unter diesen Umständen, finde ich, lernt man seine Wohnung nochmal auf so eine ganz andere Art zu schätzen, oder? Also vorausgesetzt, man hat eine halbwegs schöne Wohnung. Wobei ich Ihnen in diesem Zusammenhang sehr gerne das ausgesprochen lustige Buch Maklerfotos aus der Hölle von Andy Donaldson empfehlen möchte. Ich habe Ihnen ein paar Lieblingsbeispiele mitgebracht. Ich finde es zum Beispiel extrem wichtig, dass in einer Wohnung genügend Sitzgelegenheit vorhanden sind, gerade wenn man Gäste hat. Hier ein gutes Beispiel, Platz gut genutzt. Platz ist eh ein riesiges Problem beim Wohnen. Ne? Wer nicht ausreichend davon hat, der muss irgendwie gute Ideen entwickeln. Und gute Ideen haben ja besonders die Amerikaner zuhauf. Warum also nicht einfach im Sitzen kochen? Zack! Ist das nicht fantastisch? Ist so schade, weil in Deutschland ist das, glaube ich, verboten. Da dürfen, soweit ich weiß, Klo und Küche nicht direkt miteinander verbunden sein, geschweige denn ineinander integriert. Aber ich denke, mit einer, weiß ich nicht, tragbaren Campingtoilette können Sie diesen Versuchsaufbau angemessen nachahmen. Und dann ist ja Ihr Bad frei. Ne? Dann könnte das Homeoffice werden. Sitzgelegenheit gibt es da ja schon. Also für mich ist es eine Win-Win-Situation. Das eigentliche A und O im Wohnungsmarkt ist aber natürliches Licht. Stichwort Vitamin D. Es braucht also unbedingt Fenster, Fenster, Fenster. Vollkommen zu Recht denken Sie jetzt, warum zeigt die merkwürdige Frau uns das alles? Das kann ich Ihnen sagen, weil ich in all diesen Wohnungen, die wir gerade gesehen haben, deutlich lieber wohnen würde, als in der Wohnung des niedlichen Rentnerpärchens, das jetzt kommt. Sehen Sie heute die Geschichte einer einmaligen Wohnraumumgestaltung. Seit 27 Jahren wohnen Rolf und Karin Quedenbaum in ihrer Mietwohnung in Schönkirchen bei Kiel. Bislang im eher konventionellen Wohnambiente.
Doch als die Quedenbaums vergangene Woche aus dem Urlaub nach Hause kommen, hat ihr Vermieter eine pfiffige Wohnidee für sie vorbereitet. Eine Betonwand direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Wie originell. Die beiden Rentner können ihr Glück kaum fassen. Wir sind völlig schockiert, so schockiert, dass ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, weil man nicht annimmt, dass so etwas zwischen Vermietern und Mietern möglich ist. Ermöglicht wurde den Mietern jetzt ein ganz neues Wohngefühl. Der rohe Beton verleiht dem Wohnzimmer einen lässigen Industrieschick. Entspannen in moderner Loftatmosphäre. Die neue Betonwand ist Teil eines Anbaus, den der Vermieter hochgezogen hat, während das Ehepaar für 3 Wochen im Urlaub war. Seine raffinierte Umgestaltung möchte der kreative Kopf nicht kommentieren. Was muss in so einem Kopf vorgehen? Ne? Sie müssen sich das mal vorstellen. Ne? Sie sind hier Bauherr und backen den Mietern einfach das Fenster zu. Das mangelnde Tageslicht ist beim angesagten Industrielook kein Problem. Eine Leselampe liefert dezentes Kunstlicht, das sich optimal mit dem lässigen Grau des Betons ergänzt. Das Fenster ist 2 Meter breit, 1,70 hoch. Das ist kein kleines Loch. Wir haben eine Aussicht gehabt bis hinten nach Mönckeberg-Heigendorf. Da konnten wir die Waldränder sehen, wir konnten die Häuser hinten von Mönckeberg sehen. Und jetzt kann man die Häuser, oder besser das Nachbarhaus, noch viel besser sehen. Also es ist schon eine Beeinträchtigung. Ne? Schöner Wohnen in Schönkirchen. Ein Ehepaar genießt seinen Ruhestand im modernen Industrieschick. Die Familie Quedenbaum ist inzwischen übrigens überraschend ausgezogen. Aktuell ist die Wohnung leer, aber die Vermieter sind immer noch auf der Suche nach einem passenden Paar. Nur falls sie Bock auf Dunkel neben einer Wurstfabrik haben. Achtung, jetzt kommt ein Influencer-Gewerkschaftssatz. Die Digitalisierung macht von niemandem Halt. Ohne Hose im Homeoffice ist das natürlich eine geile Geschichte, ne? Aber es bedeutet eben auch, dass immer mehr klassische Berufe durch Maschinen ersetzt werden. Zum Beispiel Servicepersonal oder Lkw-Fahrer. Oder die Berufe sterben gleich komplett aus. Ne? Wie Fahrkartenknipser, Menschen oder Videokassetten-Zurückspuler in der Videothek. Ja, in meiner Jugend waren das ganz klassische Lehrberufe. Inzwischen muss jeder 4. Beschäftigte in Deutschland damit rechnen, dass seine Tätigkeit in der Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ich zum Beispiel habe keine Ahnung, wie lange menschliche Moderatoren noch gebraucht werden. Ich meine, die Kollegen von der ARD machen ja aktuell schon sehr gute Erfahrungen mit komplett computeranimierten Moderatoren wie Florian Silbereisen und Guido Kanz. Umso schöner ist es natürlich, wenn das Ganze gelegentlich auch mal wieder umgekehrt passiert. Ne, also wenn eine Maschine am Ende doch wieder durch einen Menschen ersetzt wird. In unserem nächsten Beitrag von Julian Amerschi zum Beispiel. In Holtgast im Ammerland, da ist was kaputt. Nämlich die Ampelanlage an diesem Bahnübergang. Kann passieren. Die von der Bahn haben direkt davor erstmal eine zweite Ampelanlage gestellt. Nur geht die leider nicht von alleine. Seitdem wird das so geregelt, dass hier jemand ist und uns dann rüberlässt, wenn wir rüber wollen. Und dieser jemand ist er hier, genannt menschliche Schranke. Er würde über seine Arbeit auch reden wollen, darf aber nicht. Die Bahn wiederum darf drüber reden, will aber nicht. Sie schreibt nur: Der Bahnübergang BÜ wird aktuell durch eine technische Hilfsschrankenanlage gesichert, die von einem Bahnübergangssicherungsposten THBÜB bedient wird. Und das mit dem THBÜB läuft so. Er kriegt einen Anruf. Wenn ein Zug kommen soll, jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Er schaltet die Ampel ein, die wird erst gelb, dann rot und jetzt kommt der Zug. Also irgendwann. Das dauert noch 1-2 Minuten. Also noch schnell Halteschilder aufstellen. BÜ gesichert. Jetzt kann der Zug kommen. Und wenn der durch ist, Ampel wieder aus, Schilder weg. Der Mann hat Routine, macht das ja auch 3 bis 4 Mal in der Stunde. Und das schon seit über einem Jahr. Der Bürgermeister fand das schon im September 2016 nicht ganz optimal. Ich denke, so eine Art der Sicherung ist dauerhaft nicht zeitgemäß. Das kann man vorübergehensweise machen, aber nicht für ein halbes Jahr. Warum die Hektik? Das nützt doch nichts.
So olle Ampeln wie diese dürfen nun mal nicht einfach repariert werden, sagt die Bahn. Die müssten erneuert werden und das dauert. Dass man heutzutage über solche Maßnahmen hier Sicherheit schafft, es soll die Bahn entscheiden, ob es so sinnvoll ist. Ja, und die Bahn hat entschieden, dass der THBIP hier zum Einsatz kommt. 24 Stunden am Tag im 3-Schicht-System, um den BÜ zu sichern für alle, die hier rüber wollen. Und wer ist das außer Herrn Siems sonst noch so? Sonst niemand. Hier ist ja kein, hier ist ja sonst nichts. Nee. Eine Sackgasse, ein paar Felder und das Haus von Herrn Siems und seiner Frau. Aber die beiden, die kommen absolut sicher über den Bahnübergang. Die menschliche Schranke hat die Deutsche Bahn am Ende sage und schreibe 600.000 Euro gekostet. Das ging nämlich insgesamt 2,5 Jahre so. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, vielleicht ist es jetzt so, dass in Holtgast einfach alle Kinder später Bahnübergangssicherungsposten werden wollen. Oder Paternosterfahrlehrer. Ich fände das irgendwie schön. Wo wir gerade bei Kindern sind, im Prinzip sind die ja fast sowas wie richtige Menschen. Ich meine, Mozart hat bereits im Alter von 6 Jahren sein erstes eigenes Stück geschrieben. Picasso hat mit 5 Jahren angefangen zu malen. Leibniz brachte sich mit 8 Jahren selbst Latein bei. Nur mal so zum Vergleich. Mir wurden in dem Alter immer noch regelmäßig Murmeln und Legosteine aus der Nase entfernt. Auf deutschen Ämtern werden Kinder auf jeden Fall schon sehr früh wie vollwertige Staatsbürger behandelt, zumindest wenn es um Reisepässe geht. Kann ja schließlich sein, dass der 19 Monate alte Milan mal spontan für ein Wochenende mit seiner Freundin Sylvie nach New York möchte. Und dann braucht er natürlich einen Pass. Mit Foto. Mit biometrischem Foto. Und dieser Pass ist dann mindestens 6, maximal aber 12 Jahre gültig. Lassen Sie uns zusammen mal nachdenken. Wenn ich also mit meinem neugeborenen Baby einen Pass beantrage, dann kann ich damit 6 Jahre lang verreisen. Wie genau die Grenzbeamten jetzt feststellen wollen, dass das Baby, welches vor einem steht oder liegt oder getragen wird oder was immer man mit Babys macht, identisch ist mit dem Baby in dem Ausweis, ist für mich ein Riesenrätsel. Die sehen ja alle gleich aus. Und es wird noch bedeutend mysteriöser, wenn man sich das bei Vorschulkindern vorstellt. Richtig, die werden ja aufgrund ihrer Babyfotos identifiziert. Auf der anderen Seite, was weiß ich denn? Nicht mein Baby, nicht mein Problem. Daniel Bröckerhoff war beim Shooting von Germany's Next Reisebaby in Hamburg dabei. Da kommt die Mutter Buchs und ihre Tochter Lotta, 6 Monate alt. Die beiden wollen verreisen nach Mexiko. Und weil wir vom Bundesinnenministerium finden, dass Kinder die gleichen Rechte und Pflichten haben wie Erwachsene, braucht Lotta einen eigenen Reisepass mit biometrischem Foto. Die gibt es an jedem Automaten. Einfach und kostengünstig. Jetzt geht's los. Na bitte, jetzt nur noch schnell zur freundlichen Beamtin. Die kann ich leider nicht nehmen. Babys oder Personen dürfen nur alleine auf dem Bild sein. Gut, Lotta kann eigentlich noch gar nichts allein. Aber dann muss die Mutter halt ein bisschen flexibel sein. Wunderbar. Diese Fotos werden unsere Beamtin sicherlich zufriedenstellen. Tja, aber die kann ich leider auch nicht nehmen, weil das Kind guckt ja gar nicht in die Kamera. Und dann würde der Pass ja gar keinen Sinn machen. Man soll dich doch erkennen, Lotta. Genau deshalb stellen unsere Ämter seit 2007 auch für Kinder Pässe mit Fotos aus. Völlig problemlos. Da haben wir hier auch in den Ämtern sehr viele Probleme, weil ja doch der Bürger hat da wirklich Probleme mit, die Bilder herzustellen. Und auch bei uns ist der Arbeitsaufwand ganz wesentlich gestiegen. Aber beim dritten Versuch wird es doch klappen. Also das kann ich auch nicht nehmen. In solch schwierigen Ausnahmefällen lohnt der Gang zum professionellen Fotografen. Hier hat man Erfahrung im Umgang mit Kindern. Und so ein Passfoto ist ja auch was fürs Leben. Ich finde es im großen Teil ein bisschen überflüssig. Es ist so, dass die Kleinen sich viel zu sehr verändern und es ist immer auch ein bisschen Quälerei. Ja, dass die Kinder ihr Aussehen ändern, da können wir vom Innenministerium ja nichts für. Wir haben endlich eine funktionierende Regelung gefunden. Schauen wir das mal an. Und jetzt hat Lotta endlich ihr schönes Passfoto. Also ich sehe jetzt, sie guckt zwar gerade in die Kamera, aber
Leider ist das Bild total überbelichtet. Schade, danke schön. Liebe Mama Bogs, warum in die Ferne schweifen? Mexiko. Deutschland hat doch auch schöne Ecken. Gute Reise. Kleiner Fun Fact. Es ist ähnlich schwierig von mir ein gutes Foto zu machen. Oder überhaupt ein Foto. Sie können diverse Familienmitglieder, Freunde und ausgebrannte professionelle Fotografen fragen. So. Zum Schluss kommen wir jetzt zu einem Extra-3-Klassiker aus dem Jahr 1993. Da geht es um ein Kreuzfahrtschiff. Sie erinnern sich vielleicht, auf Kreuzfahrtschiffen sind Menschen früher in den Urlaub gefahren. Also Menschen, denen ihre persönliche Klimabilanz scheißegal war. So ein Kreuzfahrtschiff stößt nämlich laut Naturschutzbund Deutschland pro Tag so viel CO2 aus wie 84.000 Autos. Und so viel Stickoxide wie 421.000 Autos und so viel Feinstaub wie über 1 Million Autos. Yay! Ne, wenn man jetzt also beispielsweise ein Weltmeer ist, dann kann man sehr froh über die Corona-Reisebeschränkung sein. Die schlechte Nachricht für das Jahr 2021 sind die Kreuzfahrtbuchungen schon jetzt um 9% gestiegen. Vollkommen zu Recht wird den Reisenden dann wenigstens das Leben an Bord schwer gemacht. Thilo Knobs hat heimlich hinter der Kamera gekichert. Willkommen, höft grüßt, eine Kreuzfahrt beginnt. Frühling auf See, eine gute Idee der Scandinavian Seaways. Einen Tag mit der Fähre nach England, dann einen Tag von England nach Hamburg zurück. Da kann man mal richtig die Seele baumeln lassen und entspannen. Am besten natürlich im Liegestuhl. Langeweile gibt es auf der Englandfähre MS Hamburg nie. Mehr, soweit das Auge blickt. So lässt sich die Ruhe genießen. Am besten natürlich im Liegestuhl. So viel Abwechslung wie hier hat man selten erlebt. Und die stärkste Erinnerung hinterlassen die schönen Stunden im Liegestuhl. Mal richtig abhängen und abschalten. Nie lag der Alltagsstress weiter zurück. So viel Zweisamkeit wie an Bord der MS Hamburg kann man selten finden. 2 Tage voller Muße, so schön kann Urlaub sein. Ein Freizeitangebot, das seinesgleichen sucht. Frische Seeluft macht Laune und alle Passagiere greifen immer wieder gern zum beliebten Liegestuhl. All die kleinen Ärgernisse, die zu Hause im Berufsalltag so nerven, vergisst man auf dieser Seereise. Natürlich am nachhaltigsten im Liegestuhl. Unglaublich, wie schnell so eine 2-tägige Frühlingskreuzfahrt mit Scandinavian Seaways vergeht. Unvergesslich die Zeit im Liegestuhl. Und schon grüßt Hamburg wieder. Willkommen in Hamburg. Ah, das ist Musik nach meinem Geschmack. So, das war's auch schon von mir für diese Woche. Sollte Ihnen jetzt in den kommenden Tagen zu Hause doch die Decke auf den Kopf fallen, hatten wir ja die ein oder andere Anregung für Sie, ne? Kaufen Sie doch zum Beispiel mal eine Kuh. Oder wenn das Geld jetzt nicht so locker sitzt, lernen Sie endlich im Sitzen zu pinkeln. Extra 3 mit Kuttner gibt's leider erst wieder im August. Extra 3 ohne Kuttner mit Christian Ehring gibt's morgen im 1. und ab nächste Woche dann wieder auf dem gewohnten Sendeplatz hier. Sie haben bitte einen wunderschönen Sommer, auch wenn er ein bisschen anders als die anderen sein wird. Aber wissen Sie was, im Grunde ist es ja fast egal, wo Sie sind, weil die Sonne kommt eh immer von oben. Von vorne kommt jetzt Zapp Spezial. In diesem Sinne, Abstand halten und Korn trinken. Tschüssi!